was mache ich jetzt mit meinem Fahrrad? So wie mir gerade eben, geht es bestimmt vielen von euch. Ihr habt eigentlich ein richtig schickes Fahrrad, aber keinen guten Platz dafür. Eure Wohnung steht eigentlich auch immer voll und euer Keller ist auch nicht so der beste. Da haben wir heute eine richtig gute Lösung für euch. Wir zeigen euch, wie ihr DIY selber einen Fahrradhalter für die Wand bauen könnt, um euer Fahrrad ganz stilvoll und ein bisschen schöner, als es einfach nur irgendwo in die Ecke zu stellen, an die Wand hängen könnt. Was braucht ihr eigentlich für das Projekt? Ein kleines bisschen Werkzeug braucht ihr natürlich schon. Ihr seht uns gleich eine Handkreissäge verwenden und noch einiges andere. Das braucht ihr aber gar nicht unbedingt, weil ihr könnt euch das Holz zum Beispiel auch einfach schon fertig im Zuschnitt aus dem Baumarkt holen. Abgesehen davon braucht ihr dann später natürlich noch eine Stichsäge. Abgesehen von der Stichsäge braucht ihr aber dann nur noch einen Akkuschrauber und ein paar Schrauben natürlich und Holzbohrer. Wenn ihr das Ganze ein bisschen schöner gestalten wollt, könnt ihr euch natürlich auch eine Dübelhilfe nehmen und das Ganze statt mit Schrauben mit Holzdübel zusammenfügen. Abgesehen von den Elektrowerkzeugen braucht ihr natürlich was zum Messen und was zum Anzeichnen. Sowieso ein Winkel ist auch immer eine ganz vernünftige Sache. Am Ende soll das Ding auch einigermaßen rechtwinklig werden. Aber wir fangen erstmal an. Für euch gibt es jetzt erstmal eine kleine Schnittmontage. Also könnt ihr uns dabei zugucken, wie wir die Bretter vorbereiten. Und dann geht es hier weiter mit dem Zusammenbau. Lieber zweimal messen statt dreimal schneiden, was? Staubt so wenig. Wir haben jetzt alle Teile zugesägt und machen als nächstes die Ausschnitte, in denen später tatsächlich das Fahrrad hängt. Ihr seht uns hier eine Lochsäge mit einem Akkuschrauber verwenden. Das Ganze könnt ihr aber natürlich auch mit der Stichsäge machen. Nehmt da einfach das, was ihr gerade zur Hand habt. Anschließend wiederholen wir den Prozess natürlich auf der anderen Seite. Ganz fertig sind wir jetzt noch nicht. Wir müssen noch die Öffnungen aussägen, in die man später das Fahrrad einhängen kann. Dazu zeichnen wir zunächst sauber mit einem Tischlerwinkel an. Das ermöglicht es uns später mit der Stichsäge möglichst schnell und sauber die Ausschnitte zu machen. Wir haben jetzt erstmal alle Ausschnitte gemacht. Als nächstes schleifen wir unsere Einzelteile. Dafür verwenden wir hier ein elektrisches Schleifgerät, ihr könnt aber natürlich auch Handschleifpapier verwenden. So funktioniert das Ganze einfach ein bisschen schneller, aber das Ergebnis ist letztendlich das gleiche. Besonders wichtig ist es, dass ihr auch die Kanten sauber schleift, da diese vom Sägen zum Teil sehr rau sein können und hier auch eventuell Splittergefahr besteht. Spätestens beim Schleifen der Ausschnitte kommt ihr auch nicht mehr darum herum, das von Hand zu machen, da ihr hier mit den meisten Schleifgeräten gar nicht rankommt. Gleichzeitig könnt ihr hier auch die Kanten ein bisschen verrunden für ein besseres haptisches Gefühl und um sicherzustellen, dass ihr euer Fahrrad später nicht ankratzt. So, da sind wir wieder. Wir zeigen euch jetzt noch kurz, wie man das Ganze zusammenbaut. Wir haben uns für Schrauben entschieden, einfach weil es relativ simpel ist und schnell geht. Ihr könnt natürlich, wie schon gesagt, auch Holzdübel verwenden. Das Endergebnis dabei wird ein bisschen schöner. Ihr habt dann keine sichtbaren Verbindungen. Das heißt, das Ganze sieht einfach ein bisschen sauberer aus und ab. Wenn ihr nun soweit seid, euren Fahrradhalter zu verschrauben, ist es am besten, ihr zeichnet die Verschraubungspunkte vorher sauber an. Dadurch sind die Abstände gleichmäßig und das Endergebnis sieht einfach besser aus. Da wir hier Schrauben mit einem kleinen Zylinderkopf verwenden, bohren wir hier zunächst die Senkungen mit einem größeren Bohrer vor. Solltet ihr jedoch klassische Senkkopfschrauben verwenden, empfiehlt es sich, dazu einen passenden Senker zu benutzen. Wichtig beim Arbeiten mit rotierenden Maschinen ist immer das Tragen einer Schutzbrille. Abgesehen davon verwenden wir hier eine Standbaumaschine zum Vorbohren der Pilotlöcher für die Schrauben. Das könnt ihr natürlich auch mit dem Akkuschrauber machen. Generell ist wichtig, dass ihr je nach Schraube und Holz das passende Loch vorbohrt, um später Ausrisse zu vermeiden. Nun ist es endlich soweit. Wir können unseren Fahrradhalter zusammenschrauben. Hier seht ihr noch einmal die von uns verwendeten Schrauben. Nehmt am besten einen Schraubendreher, um euren Fahrradhalter zusammenzuschrauben. Damit habt ihr relativ viel Gefühl und lauft nicht Gefahr, dass ihr später die Schrauben zu weit reindreht und eventuell eure Holzoberfläche beschädigt.
Klotz. Hier. So, da seid ihr wieder. Der Zusammenbau scheint geklappt zu haben. Bevor ihr jetzt aber euer Fahrrad schon an die Wand hängt, solltet ihr euch noch ganz kurz die Frage stellen, ob ihr euer fertiges Produkt einmal mit einem Holzöl bearbeiten wollt oder ähnlichem. Wir haben jetzt rohes Fichtenholz verwendet. Das ist an sich vielleicht ganz schön, aber auch relativ anfällig. Es ist hell, man kriegt schnell Flecken, man kann die Oberfläche auch nicht wirklich abwischen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Ganze mit so einem Top-Oil zu behandeln. Das ist ein ganz gutes Holzöl und sorgt auch für eine Oberfläche, die man am Ende gut reinigen kann, die auch auf Dauer bestehen bleibt und generell einfach ein bisschen robuster wird. Hier seht ihr noch einmal das Holzöl, das wir verwenden. Zum Ölen empfiehlt es sich dann, ein fusselfreies Tuch zu verwenden, um das Öl sauber aufzutragen. Außerdem achtet beim Arbeiten mit Holzöl oder Lösungsmittelfarben immer darauf, Handschuhe zu tragen. Das Öl lässt sich nur schlecht mit Seife abwaschen und ist auch nicht gut für die Haut, von daher geht auf Nummer sicher und tragt einfach ein paar Einweghandschuhe. Achtet beim Ölen darauf, dass ihr nicht zu viel Öl verwendet. Ihr könnt später immer noch mehr nehmen. Von daher fangt mit relativ wenig an und tastet euch da einfach ran, wie viel ihr braucht. Holzöl lässt sich mit dem Tuch gut in kleinen Kreisen auftragen. So erhaltet ihr eine gleichmäßige Oberfläche und massiert das Öl schön in die Oberfläche ein. Besonders die Kanten des Holzes sind oft sehr saugfähig, da braucht ihr manchmal ein bisschen mehr. Wenn ihr die gesamte Oberfläche gleichmäßig mit Öl bestrichen habt, dann könnt ihr nochmal einige Minuten warten und danach mit einem trockenen Tuch nochmal nachstreichen. Damit nehmt ihr überschüssiges Öl ab und sorgt für eine streifenfreie und schöne Oberfläche. So, jetzt wo wir hier einen fertigen Fahrradhalter haben, ist der nächste Schritt eigentlich relativ leicht. Wir müssen das Ganze jetzt an die Wand hängen. Das werden wir aber gleich sehen, wenn wir bei mir zu Hause sind und ich endlich mein Problem lösen kann, dass mein Fahrrad immer im Weg steht. Also bis gleich, wir sehen uns bei mir. Wenn ihr nun einen passenden Ort für euren Fahrradhalter gefunden habt, in meinem Fall ist das der Flur, dann könnt ihr diesen dort an die Wand halten, im Idealfall vielleicht mit einer Wasserwaage ausrichten und danach anzeichnen, wo ihr bohren müsst. Wir nehmen hier einfach eine Schraube, die wir durch die bereits vorgebohrten Löcher stecken, um später zu markieren, wo unsere Bohrungen sitzen sollen. Danach verwenden wir eine Schlagbohrmaschine, um die passenden Löcher zu bohren. Achtet dabei immer darauf, dass ihr nicht über oder unter Steckdosen und Lichtschaltern bohrt und generell etwas Abstand zu Ecken und Wänden haltet, um sicherzustellen, dass ihr keine Leitungen trefft. Dann noch schnell ein paar Dübel in die Wand gesteckt und dann könnt ihr den Fahrradhalter auch schon anschrauben. Nun seid ihr endlich fertig. Ihr habt nun eine Möglichkeit, euer Fahrrad sauber und stylisch an die Wand zu hängen und habt sogar noch eine Ablage für euren Helm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ein bisschen Lust bekommen, das Projekt zu Hause nachzumachen.